Welcome back, meine lieben Freunde. Es ist Juli und deswegen gibt es mein Juni-Video, denn der Juni ist vorbei. Und ich möchte nicht so war mein Juni-Video daraus machen, sondern wie hat sich mein Körper insgesamt verändert, was würde ich anders machen, etc. etc. Und ich gebe euch auf jeden Fall wieder die Daten, aber nicht so, dass ich viel darüber rede, was ich diesen Monat gemacht habe oder nicht, sondern einfach nur... das ist mein Gewicht jetzt im Vergleich zu wie es ganz am Anfang war. Das sind meine Maße jetzt im Vergleich zu wie sie am Anfang waren. Und so sah mein Körper am Anfang aus und so sieht er jetzt aus. Um hier alles mal auf einen Haufen abzuhaken. Und kommen wir direkt zu den Sachen, die ich anders machen würde. Und zwar nicht viel, tatsächlich. Ich bin meiner Meinung nach recht erfolgreich mit meinem Abnehmprozess gewesen. Und es ist zwar so, dass es dann immer mal so ein paar Cheat-Sachen hier und da gab, aber ich würde das nicht anders machen, weil ich habe eigentlich auch jetzt keine Lust, mir irgendwelche Sachen fett zu verbieten oder so, sondern ich möchte tatsächlich einfach so, wenn ich darauf Bock habe, dann mache ich das halt einen Tag so. Und wenn das dann heißt, dass zwei Tage mein Gewicht gar nicht runtergeht, dann ist es halt so. Und manchmal ist es dann auch eine Woche oder nicht. Ich meine, ihr könnt ja auf diese Tabelle immer ablesen, wann ich den Wert eingetragen habe. Und das war meistens an dem Tag, wo das erste Mal das Gewicht runtergegangen ist von dem Wert davor. Und was ich bereue unter anderem ist, dass ich nicht so viele vorher Bilder oder Videos gemacht habe und jetzt gar nicht so viel Vergleich bieten kann, den ich gerne bieten würde. Denn zum Beispiel diese Hose, die ich gerade anhabe, hat mir nicht gepasst am Anfang vom März. Warte, ich zeige euch die mal ganz kurz, ja. Also, ne, hier ist so eine Boyfriend-Jeans oder Mom-Jeans, keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Und der Sinn von diesen Hosen ist, dass die halt locker sind, ne. Und das war bei mir halt einfach vorher nicht der Fall. Das war einfach hier, ne, straff alles. Und es ist dann halt nicht so nice, wenn so eine Jeans, die halt locker sein soll, enger liegend ist. Außerdem, was mich ganz so gestört hat, ist, dass wenn ich mich setze, mein Oberschenkelfett aus diesem Loch rausquillt. Was immer noch der Fall ist, aber es ist halt einfach auch normal, dass wenn man sich hinsetzt, ne, die Oberschenkel machen und dann ist es halt einfach breiter. Was ich auch sagen will, was auch sehr normal ist, ey, wenn ich stehe, ne, mein Bauch... Ich habe übrigens auch gerade gegessen, muss ich dazu sagen. Ja, und wenn ich den einziehe, wie sieht es so aus? Und wenn ich ihn halt nicht mehr einziehe, dann sieht es halt so aus. Und das ist auch normal. Also, mein Körper hat sich zwar verändert und ihr seht ja die Vorher-Nachher-Bilder, aber natürlich sind alle Nachher-Videos morgens passiert, wenn ich noch nichts gegessen habe, wenn mein Bauch noch schön flach ist. Und natürlich habe ich ihn nicht extra rausgedrückt oder meistens habe ich sogar einfach, damit man den Prozess sehen kann von dem, was an Muskelmasse passiert ist, den Bauch auch einfach oft eingezogen. Heißt, wenn ihr diese Bilder von mir seht, mein Körper sieht in Real Life dann nochmal anders aus, mein Körper sieht anders aus, wenn ich was gegessen habe und so weiter und so fort. Nicht, dass hier irgendwer utopische Vorstellungen hat, von was man erreichen kann, wenn man halt die Kilo abnimmt, die ich abgenommen habe oder so viel wiegt bei meiner Größe, wie ich es gerade tue. Ja, und ich finde es tatsächlich einfach schade, dass ich dann so Sachen wie, dass mir die Hose nicht richtig gepasst hat und so, nicht gefilmt habe und nicht aufgenommen habe. Denn ich würde euch gerne den Vorher-Nachher-Vergleich geben, weil ich jetzt schon reinpasse. Und das ist natürlich ein Erfolg, über den ich mich sehr freue. Aber euch zu sagen, ja, jetzt passe ich rein, vorher habe ich nicht reingepasst, wäre natürlich cool gewesen, das zu filmen, wie es dann aussieht und so weiter. Es gibt viele Hosen, die mir wieder passen, die mir vorher nicht gepasst haben und keine einzige davon habe ich gefilmt. Es gibt auch ein Top, das ich mal bestellt hatte und es hat mir nicht gepasst. Ich hatte mehrere Tops bestellt und das hatte mir nicht gepasst und ich war zu faul, es zurückzuschicken. Habe es dann einfach in irgendeine hintere Ecke von meinem Kleiderschrank geworfen und jetzt passt es mir. Und ich habe aber leider natürlich kein Bild gemacht, wo es mir nicht gepasst hat, weil es auch wirklich einfach
ganz, ganz komisch aussah. Ich zeige euch hier auf jeden Fall die Bilder von dem Top, wie ich es jetzt trage. Auf dem rechten Bild seht ihr übrigens auch meinen Taillenumfang. Dort, wo ich das Maßband festhalte, ist der Punkt, wo ich gestartet habe, bei 81 cm Umfang. Und auf dem Bild an sich habe ich einen Umfang von 70,5. Aber habe eben kein Vorher-Nachher-Bild. Es war halt einfach so, dass das Top super, super eng war und es hat einfach hier sehr viel festgeschnürt. Und es war halt so, dass es quasi, ne, es hat wirklich meine Brüste komplett platt gedrückt und also es drückt meine Brüste auch jetzt immer noch platt, so wie man auf dem Bild gut sehen kann, ist seitlich von mir dann einfach norddeutsche Plattlandschaft. Aber es war auch einfach so, dass wenn man, ich habe einfach natürlich auch an den Brüsten abgenommen, um hier mal die Facts zu nennen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn das flach drückt, das muss ja irgendwo hin. Und das war dann einfach so, von der Seite aus war es komplett flach, aber hier oben hatte ich so eine Kugel, wo meine Brüste rausquillen und es sah wirklich einfach nicht gut aus und deswegen habe ich nie getragen und jetzt passt es mir und es ist immer noch so, dass es sehr viel platt drückt, aber es ist nicht mehr so viel an Brust da, die platt zu drücken ist und deswegen sieht es nicht mehr so komisch aus, dass irgendwie oben was rausquillt, was da nicht hin soll. Und es ist einfach so, ich merke sehr stark, dass ich eben hier in dem Bereich sehr viel mehr Bewegungsfreiheit habe und es nicht mehr so eng sitzt. Ja, also wie gesagt, ich habe einfach nicht sehr viele Bilder gemacht oder Fotos oder Videos, wie ich vorher aussah, einfach weil ich mich natürlich auch nicht so wohl gefühlt habe in dem Körper und deswegen auch das nicht so festhalten wollte. Ich habe viele Klamotten nicht mehr getragen und so weiter und so fort. Was ich aber zu der Zeit gemacht habe, ist, dass ich auf Vinted, heißt es inzwischen, das war früher Kleiderkreisel, Klamotten von mir verkaufen wollte und ich bin mir ziemlich sicher, die Sachen verkaufen sich leichter, wenn man sie fotografiert, wenn man sie anhat, als wenn du einfach nur es am Boden legst und abfotografierst. Deswegen habe ich die tatsächlich alle angezogen und erschreckenderweise festgestellt, dass viele davon mir nicht passen und vieles davon habe ich auch nicht verkauft und ich möchte euch auf jeden Fall die Vorher-Nachher-Bilder zeigen, weil ich dort wenigstens Vorher-Bilder habe, auch wenn die Klamotten mir teilweise auch jetzt nicht passen, weil sie mir noch nie gepasst haben. Für mich ist dieses Bild zum Beispiel ein Bild, wo ich mir denke, wow, okay, da war ich wirklich mollig, sage ich mal. Also halt wirklich so, dass es für mich nicht normal war, wie ich normalerweise aussehe. Also ich war immer schlanker als dort auf dem Bild. Hab das aber meinen Freunden oder Verwandten teilweise gezeigt und die waren so, hä, findest du? Ich finde, fällt gar nicht so auf oder so. Also ich finde das Bild ganz normal, so ungefähr. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass ich eben diesen schwarzen Body anhab. Und es war ja trotzdem so, dass ich eine Taille hatte. Es war ja nicht so, dass es sich nach außen wirbt, sondern es war immer noch nach innen. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass mein Körper insgesamt massiger war, finde ich. Aber ich glaube, ich bin auch einfach die Person, die meinen Körper am besten kennt von allen Menschen dieser Welt. Auf jeden Fall folgen jetzt die ganzen Vorher-Nachher-Bilder von den Klamotten, die ich noch habe. Ich finde hier, dass man sehr gut an dem Stoff sieht, wie viel mein Taillenumfang zurückgegangen ist, daran, wie viel Stoff noch vor dem Knoten runterhängt, weil einfach viel mehr Stoff da ist und ich nicht so viel Stoff gebraucht habe, es um meine Taille rumzubinden, falls man versteht, was ich meine. Okay, Leute, das schockiert mich gerade am meisten, dass ich einfach tatsächlich reinpasse, also tatsächlich. Ich kann es sogar zumachen, komplett. Und auf dem Bild, das ihr gerade daneben seht, habe ich hinten zugehalten, deswegen ist meine Hand da so hinten, weil weitem nicht zugekriegt hat. Ich finde nur, es ist nicht sehr taillenbetont, deswegen sieht man gar nicht so viel, dass, glaube ich, es einen großen Unterschied macht, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, auf dem Bild habe ich es nicht zugemacht. Und diesmal kriege ich es ganz zu. Ich habe mich dann nochmal dazu entschieden, euch zu zeigen, welche Hosen mir vorher nicht gepasst haben, die mir jetzt passen. Hier seht ihr nochmal meine Boyfriend-Jeans, die jetzt eben an den Oberschenkeln locker ist. Und das Top, wo man eben von der Seite sieht, dass meine Brust relativ flach ist, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Hier ist eine weitere Hose, die ich vorher einfach nicht zubekommen habe an der Taille, die auch jetzt immer noch recht eng sitzt, aber auf jeden Fall wieder passt.
Und das ist die letzte Hose, die mir vorher nicht gepasst hatte. Die war auch an der Taille einfach sehr, sehr eng. Und da sie eben Low Waist ist, sieht es auch nicht sehr schön aus, wenn man ein bisschen dicker ist. Und ich will euch natürlich alles nochmal zeigen, wie es bei mir aussieht. Deswegen seht ihr hier nochmal ungefähr alles Wichtige an meinem Körper. Wenn ich zufrieden bin, werde ich damit aufhören, ins Kaloriendefizit zu gehen, sondern werde einfach kalorienneutral essen. Natürlich ist es schwierig, immer abzuschätzen, wie viele Kalorien ich am Tag ungefähr gebraucht habe, aber allein dadurch, dass ich jetzt so viele Monate lang Kalorien gezählt habe und alles darauf geachtet habe, was ich gegessen habe oder nicht, habe ich einfach, ich muss jetzt nicht viel zählen und wiegen, keine Ahnung, ich meine, ich habe immer noch keine Waage, ich habe alles geschätzt. Habe ich jetzt, würde ich sagen, ein gutes Gefühl dafür, wie viel Kalorien ich gerade zu mir nehme und wie viel nicht. Allein so ein Bewusstsein dafür zu haben, hilft mir auf jeden Fall sehr. Genau, allein, dass ihr das Vorhaben, was ich jetzt weiterhin machen möchte für meinen Körper, ein bisschen wisst. Denn ich werde es nicht mehr so alles kontinuierlich mitfilmen und euch mitnehmen, weil einfach nicht mehr viel passiert. Es ändert sich nicht mehr viel. Ich werde einfach so weitermachen wie bisher. Genau, und deswegen ist dieses Video auch dafür da, quasi meinen Körper vorher nachher zu vergleichen und meine Fehler oder meine Nicht-Fehler quasi zu nennen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen will, seid nicht so streng zu euch selbst. Ich glaube, ich habe insgesamt jetzt 12 Kilo abgenommen. Und viele meiner Freunde haben gesagt, das ist ihnen überhaupt nicht aufgefallen. Dazu muss man auch sagen, die haben mich teilweise ewig nicht gesehen, weil es einfach immer noch Corona gibt und ja, ich habe es natürlich auch versucht zu kaschieren, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Deswegen gibt es, glaube ich, wenige, die so wirklich diesen Prozess an mir sehen konnten. Aber ich meine, ich konnte ihn sehen und ich habe ihn festgehalten. Nur leider habe ich nicht so viel Vorherbilder von den Sachen an Klamotten, wo ich jetzt wieder reinpasse und wo ich nicht reingepasst habe. Für mich ist es trotzdem ein großer Erfolg. Und ich laber irgendwie ganz viel drumherum. Das waren auf jeden Fall so meine größten Veränderungen des Körpers. Und ich denke, ein, zwei Videos wird es dazu noch geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich über ein Abo, Kommentar oder Daumen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.